So, Freunde, jetzt mal kurz noch eine Ansage. Jetzt sind es noch 6 Tage bis zum Release vom Zuhälter-Tab. Wir haben heute Samstag vor dem Release. Und ich chill hier gerade in Bayern im Hotel und muss euch jetzt mal ein paar Punkte sagen. Also, viele haben gefragt nach einem Snippet. Gibt's keins. Dieses Album ist zu stark, als dass man es zerschnipseln könnte und daraus ein repräsentatives Snippet machen könnte. Funktioniert nicht. Das Album ist im Ganzen so atmosphärisch, dass das, glaube ich, kontraproduktiv wäre. Das würde niemals dem Album gerecht werden und den Sound auch nur annähernd widerspiegeln. Deswegen kein Snippet, Freunde. Lasst euch einfach überraschen, vertraut mir. Es wird einfach betoniert. Ne? Müsst ihr mir einfach mal vertrauen. Aber einige haben doch gesagt, den und den Track wünschen wir uns mal oder der ist geil, da freuen wir uns am meisten drauf. Ich habe ja nur so Umfrage gemacht bei Facebook. Auf welchen Track freut ihr euch am meisten? Deswegen gibt es für die ganz Ungeduldigen am Montag diesen Song exklusiv. Und den kann man sich auch mal auf iTunes schon direkt holen. Ich hau den einfach mal so raus, ihr könnt euch anhören. Wer das nicht machen will, bitte einfach nicht machen. Ja, wer das Album im Ganzen hören will, hört es euch einfach nicht an und wartet bis Freitag. Deswegen, Freunde, also ich muss sagen, Zuhälter Tape 4 ist de facto mein bestes Album. Es ist das Album, an dem ich am intensivsten, am leidenschaftlichsten und am härtesten dran gearbeitet habe und auch am längsten. In meiner ganzen Diskografie gibt es kein Album, das, was den Arbeitsaufwand und die Leidenschaft angeht, auch nur annähernd daran kommt. Es ist einfach so. Es ist eine Arbeitszeit von über 1,5 Jahren gewesen. Und es ist das stärkste Release. Es ist 100%ig das stärkste Release. Deswegen, ich habe versucht, euch eine coole, knackige Promophase zu liefern. Morgen kommt ja noch der letzte Teil von Ghetto Veteran raus mit einem epischen Ende. Checkt das auf jeden Fall aus. Ich will jetzt gar nicht viel erzählen, von wegen ich habe Kohle reingebuttert. Das wisst ihr sowieso. Ne? Es geht hier mehr um die Musik. Und ich habe auch schon erwähnt, dass ich versuchen will, mit dem Release so ein bisschen auszusieben, so die wahren Fans von den Mitläufern. Alles schön und gut. Jetzt ist es nur leider so, ihr erinnert euch vielleicht, beim letzten Album bei King ist es so gewesen, dass die Majors irgendwie da versucht haben, den Boss nochmal die 1 wegzunehmen und dann nochmal den Michael Jackson ausgegraben haben und nur die Helene Fischer an die Front geschickt haben. Ne? Haben wir ja weggewichst, haben wir geschafft, wir haben die Bosshaftigkeit in Germanien etabliert. Jetzt haben wir es tatsächlich hier in so einer Situation noch schwerer als letztes Mal, denn die Majors packen hier die ganz schweren Geschütze aus und dachten sich wohl, wenn der Boss das Zuhälter-Tape macht, dann müssen wir unsere stärksten Hoes an die Front schicken. Und insofern haben wir jetzt hier die Adele und wieder die Frau Fischer am Hals. Ne? Und da müssen wir jetzt wirklich Vollgas geben. Ich sag's ungern, ich will diese Floskeln auch nicht mehr benutzen. Wir müssen alle an einem Strang ziehen, aber müssen wir jetzt tatsächlich echt nochmal machen. Weil das ist wohl die schwerste Woche für einen Rap-Release, die es wahrscheinlich in den letzten 10 Jahren gab. In der Woche kommen allein wahrscheinlich 4 Leute raus oder 4 Acts, die Gold gehen auf jeden Fall. Wir haben hier Coldplay am Sack, wir haben die bösen Onkels im Nacken. Und wie gesagt, die 2 Bitches, ne? Also es wird nicht einfach. Deswegen, wenn ihr jemals beabsichtigt habt, ein Album zu honorieren und es zu kaufen, macht's dieses Mal, ja? Und lasst uns da wirklich mal... Also die Karten stehen jetzt nicht unbedingt total schlecht, aber wir müssen halt wirklich jetzt mal Gas geben, Freunde. Also denkt dran, die Weihnachtszeit kommt, was gibt's Geileres, als irgendwie mit seinen Eltern und Großeltern unter dem Weihnachtsbaum ein paar Zuhälter-Tape-Songs bei Kerzenschein zu singen. Also, Freunde, wir müssen die Hose an die Leine legen, ganz ehrlich. Also, es geht die Woche nochmal ab, es wird nochmal Vollgas gegeben, Ghetto Veteran kommt raus, am Montag gibt es nochmal einen Song für euch, wer den hören will, hört den euch an, wer nicht, wartet bis Freitag. Und ich hau euch noch ein paar Infos raus die Woche, aber dann müsst ihr am Start sein, ne? Und dann ziehen wir das Ding durch. Bis dann, Leute. Peace!